Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 14 und zwar für die Handelstage vom 1. April bis 5. April 2019. Wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken, wollen ein wenig das Big Picture uns anschauen, den Plan für die kommende Woche, den groben Plan quasi für die kommende Woche hier zurechtlegen. Natürlich auch ein wenig schauen, was hatten wir in der vergangenen Handelswoche so an groben Ideen angedacht. Das ist auch grundsätzlich wieder recht gut aufgegangen und wir hatten auch vom Handel hier eigentlich eine recht gute Handelswoche, konnten hier wirklich sehr, sehr schöne Trades auch in den Livestreams teilweise umsetzen. Also das war wirklich eine interessante Woche, nicht nur von den Bewegungen, sondern im Endeffekt Gott sei Dank auch von den Trading-Ergebnissen. Bevor wir durchstarten, erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von JFD, von www.jfdbank.com. Also da hat sich ja einiges geändert, hatte ich ja auch in den Livestreams entsprechend schon immer mal wieder erwähnt. Da findet ihr noch weitere Informationen zum Broker oder zum Trading. Wenn ihr dort weitere Fragen habt, geht gerne auf die Website. Wir switchen erstmal ganz kurz auf die Website der Messe Stuttgart, denn in der kommenden Handelswoche ist ja wieder die Invest in Stuttgart, wo dann im Prinzip auch Live-Trading auf einer Bühne ist. Da werdet ihr mich finden, was erstmal dazu führt, dass wir ab Donnerstagnachmittag hier keine Livestreams haben werden auf dem YouTube-Kanal, sondern ich dann eben am Freitag live dort auf der Trading-Bühne sein werde. Im Moment, man findet das dann hier auch. Da gibt es 3 Live-Events, am Vormittag 2 Stunden, dann um die Mittagszeit nochmal 1 Stunde und am Nachmittag nochmal 1 Stunde. Ganz interessant dann auch über die Non-Farm-Payrolls. Da werden wir gleich drauf schauen, wenn wir auf den Wirtschaftszahlenkalender blicken. Das kommt ja am Freitag und dort wird auch dieses Live-Event sein. Also hier werden wir dann über die Non-Farm-Payrolls gegebenenfalls auch den einen oder anderen Trade vielleicht ja produzieren können. Und ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch dann dort auch mal live kennenlerne. Also sprecht mich gerne an. Ich weiß ja nicht, wie ihr ausseht. Ihr wisst allerdings, wie ich aussehe und wer ich bin. Also sprecht mich gerne an danach dem Event oder eben natürlich auch am Freitag oder am Samstag auf der Messe. Ich werde auf jeden Fall an beiden Tagen im Endeffekt dort sein. Wie eben schon erwähnt, der Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche, da kommt grundsätzlich gar nicht so viel raus. Das Brexit-Thema ist jetzt mehr oder weniger erstmal so ein wenig vom Tisch. Es wurde auf jeden Fall am Freitag erstmal hier zum dritten Mal der Plan von Theresa May abgeschmettert. Und da wird sich zeigen, wie sich das jetzt hier im Endeffekt weiterentwickeln wird. Es hat unsere Märkte erstmal, die wir hier betrachten, nach wie vor nicht nennenswert bewegt. Von daher will ich hier auch dieser ganzen Geschichte weiterhin nicht großartig Beachtung geben. Also natürlich sollte man immer mal drauf schauen. Am Montag hier um 13 Uhr kommt hier wieder eine Abstimmung. Da müsste man auch nochmal schauen, ob das jetzt insofern alles noch hinhaut quasi. Montag dann um 14.30 Uhr, um 16 Uhr einmal Controlling des Einzelhandels, einmal ISM, Verarbeiten des Gewerbes aus den USA. Dann am Dienstag nochmal nicht militärische Investitionsgüter aus den USA. Das sind jetzt alles nicht die riesen kriegsentscheidenden Dinge, aber man sollte auf jeden Fall draufschauen, auch am Mittwoch 16 Uhr und dann kommt im Prinzip am Freitag nochmal die Non-Farm-Payrolls, die auf jeden Fall beim letzten Mal doch ein wenig Bewegung gebracht haben und ihr seht schon, dass hier die vorherigen wirklich sehr, sehr tief waren, was dann eben auch zu ein bisschen Bewegung führten. Jetzt ist die Prognose wieder etwas höher, da werden wir in den Livestreams dann auch nochmal drauf eingehen und natürlich dann hier beim Live-Trading auf der Invest am Freitag. Also Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in Non-Farm-Payroll sollte für diese Woche in meinen Augen erstmal der wichtigste Part sein bezüglich der ganzen Zeitumstellungen. Wir hatten ja in den letzten 3 Wochen immer alles aus den USA eine Stunde eher. Ihr seht schon, dass das in der kommenden Woche wieder Normalität haben wird. 15.30 Uhr US-Markteröffnung, 14.30 Uhr wie gewohnt die wichtigen Wirtschaftskennzahlen, denn wir stellen ja hier, heute ist Samstag, der 30. Morgen ist Samstag, Sonntag, der 31.3. Es wird ja hier in der Nacht heute die Uhr umgestellt. Somit sind wir dann wieder gleich mit den USA und die Uhrzeit, die hier den Handel betreffen, oder die Uhrzeiten, die den Handel betreffen, sind dann im Endeffekt wieder gleich. Wir switchen natürlich auf den DAX, blicken mal ganz kurz. Ich muss das hier kurz ein wenig kleiner schieben, um mal so ein wenig erstmal einzunorden. Okay, was hatten wir denn für die kommende Handelswoche hier eigentlich an Ideen vom Handel her? Und wer die Livestreams meinerseits hier verfolgt, die auf dem YouTube-Kanal von JFD immer am Vormittag und am Nachmittag stattfinden, die hier dann im DAX Long oder Short oder in der US Opening Bell, wo ich natürlich sehr, sehr viel auch auf den DAX schaue, ja,
Hier auf jeden Fall der Gedanke erstmal am Montag noch gewesen, dass im Endeffekt hier die Abwärtsseite interessant war. Warum? Weil wir natürlich der Woche zuvor eben recht schwach waren. Ja, wir haben hier wirklich sehr, sehr interessante Bewegungen auf der Abwärtsseite abgespult quasi und waren dann auf sehr, sehr tiefem Niveau, konnten dann aber mit dem Eröffnungskurs des Montags hier beziehungsweise grundlegend mit der Bewegung am Montag nie wieder für die Woche, nie wieder neue Tiefs ausbauen, sondern wir haben hier wirklich die Tiefs der Vorwoche in dem Bereich eröffnet und sind dann hier nach oben gekommen. Das bedeutete allerdings hier unten, dass wir schon immer noch auf der Abwärtsseite vorsichtig aktiv waren, aber wir sehen es auch hier, der Montag, der hat gar nicht großartig Bewegung gezeigt, der war sehr, sehr unvolatil und dann hatten wir schon für den Dienstag so ein wenig auf dem Schirm Vorsicht. Wir hatten dann den 400er bzw. 420er Bereich als richtungsentscheidend für die Woche auserkoren. Das war auch grundlegend recht interessant. Wir hatten auch den einen oder anderen Long Trade, nur das erstmal zum Start der Handelswoche. Viele Trades, oder so viele habe ich gar nicht gemacht, aber der ein oder andere Trade hier wirklich Break-Even ausgestoppt wurde oder eben leicht im Verlust, aber die meisten Break-Even, also ich bin hier erstmal bis zum Ende der Handelswoche plus minus null im DAX eigentlich durchgekommen und konnte dann am Freitag einen sehr, sehr schönen Trade auf der Long-Seite noch platzieren und das war auch grundsätzlich unser Gedanke. Wenn wir weiter nach unten gehen, dann natürlich weitere Abwärtstrades. Wenn sich der Markt aber sukzessive nach oben bewegt, hier 400, 420 als richtungsentscheidender Bereich, dann ist hier auch die Erholungsphase natürlich mit dem Blick auf den S&P, den wir uns gleich anschauen werden, erstmal, ja, nicht, also schon ja doch wahrscheinlicher gewesen. Nur, dass das erstmal grundlegend sehr, sehr schleppend hier vonstatten ging. So, und jetzt müssen wir mal überlegen, was zeigt uns das Bild jetzt hier der Vorwoche? Wir ziehen das gleich dann nochmal für den Euro-US-Dollar und für das Gold dann rein, was wir auch in der vergangenen Handelswoche uns hier zurechtgelegt haben. Also, wir hatten jetzt im DAX vorletzte Handelswoche etwas Schwäche auf der Abwärtsseite, wirklich teilweise mit Momentum, mit einer ordentlichen Bewegung aus dem 820er, 830er Bereich. Und sind jetzt erstmal, wenn auch sehr, sehr schleppend, das ist aber nicht so ungewöhnlich für Aufwärtsbewegungen, zumindest im DAX in den letzten Wochen und Monaten nicht, sind wir jetzt wieder auf der Nordseite unterwegs gewesen und haben einen Schlusskursbereich fast am Wochenhoch hier ausbauen können, was natürlich erstmal grundsätzlich für Stärke spricht. Und da wir in den letzten Wochen oder grundsätzlich sowieso immer natürlich auf die US-Märkte schauen, vorrangig hier bezüglich des richtungsentscheidenden Blicks auf die USA, schaue ich ja immer auf den S&P, der zeigte uns hier bis auf eine kurze Ausnahme eigentlich grundsätzlich nur die Aufwärtsseite an. Somit war auch hier im DAX dann eben primär von meiner Seite eigentlich jeden Tag die Aufwärtsseite interessant. Und auch der S&P schloss auf sehr, sehr starkem Niveau. Auch der S&P steht aktuell somit auf grün, der DAX steht auf grün. Somit bin ich hier auch primär erstmal für die kommende Handelswoche gewillt, weiter auf die Aufwärtsseite zu blicken. Aber das wird höchstwahrscheinlich in einer ähnlichen Amplitude stattfinden, wie es jetzt in der aktuellen Handelswoche war. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier wirklich grundlegend charttechnisch sehr, sehr, ja, da sind wir sogar bis hier runtergegangen, dann wieder hochgeschnallt, wieder runter. Also das sieht charttechnisch wirklich sehr, sehr unsauber aus, was hier passiert ist. Ja, ich zeichne das hier nochmal ganz kurz zu Ende. So, dann sind wir hier sogar nochmal hoch, nochmal runter und dann zum Schluss hier zum Schlusskurs nochmal hoch. Also ihr seht, das war sehr, sehr unsauber, aber im Kern sind wir aufwärts gelaufen und man sollte sich auch weiterhin, wenn man auf der Long-Seite unterwegs ist, auf solch ein Gebilde einstellen. Was für mich bedeutete, dass ich ja konservativere Einstiege gesucht habe. Also erst eingestiegen bin, wenn der Markt entsprechend zurückgekommen ist. Das hat in einigen Situationen geklappt, in anderen Situationen nicht so. Da hieß es dann oft Break-Even. Aber zum Freitag habe ich dann einen perfekten Trade eigentlich nahezu hinlegen können, habe dann aus dem für uns wichtigen Bereich 450 in den Bereich 528 hier wirklich einen guten Trade mitnehmen können. Und so sollte das dann höchstwahrscheinlich auch weitergehen. Wir werden uns gleich den richtungsentscheidenden Bereich für die kommende Handelswoche raussuchen, aber es ist dann grundsätzlich nicht auszuschließen, dass das hier in solch einer Amplitude irgendwie weitergeht. Also Vorsicht, wirklich Vorsicht mit Breakout-Trades, denn die sind wirklich in der vergangenen Handelswoche, wenn man sie gehandelt hätte, eigentlich nahezu alle schief gegangen.
Ja, weil man sieht, wenn der Markt neue Hochs ausgebaut hat, dass er dann sofort und das auch nicht wenig wieder zurückkam. Also hier sollte man sich nach wie vor darauf einstellen, dass die Aufwärtsseite, die hier aktuell stattfindet, weiterhin so choppy sein kann und hier fast eher einer Seitwärtsphase ähnelt, mit dann immer mal zwischendurch Ausbrüchen. Ja, wir hatten hier dann wirklich erstmal auch so eine Schiebezone, wo wir dann auch auf Ausbruch gesetzt haben von Tag zu Tag, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt die Long-Seite, da wieder Vorsicht, da vielleicht die Abwärtsseite, was dann grundsätzlich erst gar nicht zum Tragen kam. Also, wir müssen uns jetzt den richtungsentscheidenden Bereich für die kommende Handelswoche raussuchen, der für mich, schaut mal, wir haben hier, ich zeichne das nochmal ein, warum ich jetzt auf diesen Bereich komme, wir haben hier schon mal so einiges an Widerstand gehabt, bis auf diesen kurzen Ausreißer. Dann haben wir hier nochmal in diesem Bereich Widerstand und Unterstützung gehabt und das war dann auch vom Donnerstag der 22er Schlusskursbereich und es ist hier im Bereich 470. So, dann haben wir hier unten auch eine Zone gehabt, wo der Markt des Öfteren eben irgendwo wichtig Widerstand und Unterstützung hatte. So, jetzt ergibt sich daraus irgendwie eine Zone. Wir haben auch hier oben den Eröffnungskurs vom Freitag, der ist auch nicht so unwichtig. Und wir haben in der vergangenen Handelswoche diesen ganzen Bereich auch schon zwischenzeitlich mal als Seitwärtsschiebezone deklariert. Somit muss man so ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich, erstmal vom Grundkern her, würde ich hier oberhalb dieser Schiebezone definitiv, also oberhalb von 490, 480, 490, ist erstmal klar die Aufwärtsseite weiter interessant. Das sollte, denke ich, eindeutig sein, solange der Markt darüber ist, ist er natürlich weiterhin stark. Die US-Märkte würden dann höchstwahrscheinlich auch Stärke anzeigen. Also hier oben ist alles klar. Auch wenn er hier gegebenenfalls nochmal runterdippen sollte, in diese Zone rein, dann ist auch der Markt noch weiterhin aufwärts tendierend, mit dem Unterschied, dass ich, wenn er hier reinläuft, wirklich definitiv auf einen Trigger warten würde. Ja? Idealerweise sogar erst abwarte, dass der Markt wieder rauskommt aus der Zone, also über diesen Bereich um die Marke 480, 490 dann wieder drüber gibt und dann zu kaufen. Ich habe hier dann eben Long-Gedanken, aber extrem konservativerer Natur, da wir hier in diesem Bereich schon eine Schiebezone haben, in der Zukunft es dann immer nicht ausgeschlossen ist, dass der Markt erneut in dieser Zone etwas ja, choppy ist, etwas zickig ist und erst wenn der Markt dann eben diesen Bereich nach unten durchläuft, quasi hier dann auch dieses Gap 430 vom, was haben wir hier, also diese Handelswoche, ich sehe es jetzt, habe es gerade durchgestrichen, dieses Gap nach unten nochmal schließt, dann eben auch die 420 dann nach unten durchschreitet, dann sollte hier auf jeden Fall eben der Fokus etwas mehr auf der Abwärtsseite liegen. Eines noch als Sondersituation, man kann hier, und das haben wir in der vergangenen Handelswoche auch schon mal gemacht, man kann hier auch so eine vorsichtige Trendlinie zeichnen, ja? Wenn diese angefangen wird, nach unten zu durchschreiten. Ja, ihr seht, dass hier dieses Unterstützungsniveau 440, 450 und der Bruch dieser Trendlinie, das ist alles so in etwa ein Bereich. Also wenn diese Trendlinie nach unten durchstoßen wird, ist es auch nochmal ein kleines Puzzleteil für mich zu sagen, okay, noch eine Nuance vorsichtiger für Käufe, weil sich dann eben wirklich hier so langsam auch die Abwärtsseite etablieren kann. Aber man muss wirklich hier in diesem Chartbild durch diese Shoppy-Bewegung, die wirklich ja unsauber lief, muss man sagen, in der vergangenen Handelswoche, von Tag zu Tag neu entscheiden. Die groben Gedanken hätten wir, dass wir hier eine Zone haben, in der wir grundsätzlich vorsichtig sind, oberhalb der Zone alles weiterhin long, unterhalb der Zone alles dann wieder short. Wir haben hier natürlich interessante Bereiche, die der Markt durchaus realistisch anlaufen kann. Einmal der Bereich in etwa so 370, 360 und dann ist es natürlich denkbar, dass wir auch in Richtung der Tiefs der Vorwoche quasi hier laufen. Das ist dann so in etwa der 300er Bereich. Dann muss man sich neu einnorden. Wenn es wirklich so sein sollte, dass wir hier die Kernbewegung hatten, dass jetzt eine Erholung ist und eine neue Kernbewegung eintritt, dann kann es natürlich auch sein, dass wir dann eben wirklich Momentum aufbauen auf der Abwärtsseite und gegebenenfalls vielleicht am Dienstag schon im Bereich um die Marke 300 sein könnten. Abwärts geht es ja oft schneller als aufwärts. Dann müssen wir natürlich nochmal schauen auf der Südseite, wo sind die nächsten Ziele. Wissen wir, 250, 220, 200, das sind so Bereiche aus der Vergangenheit, die wichtig waren. Das ist für mich jetzt erstmal noch nicht so relevant. Viel interessanter wird es auf der Long-Seite. Und hier ist es dann eben auch charttechnischer Natur. Da haben wir in der Vergangenheit ja schon des Öfteren drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel auch hier für Freitag zwischenzeitlich dann schon mal einen Zielbereich gehabt um die Marke 600.
Ja, das definitiv ein realistisch zu erreichender nächster Bereich, wenn der Markt weiter gen Norden läuft. Dann haben wir hier, sehen wir auch so eine Zone, das ist so der Bereich um die Marke 6,30, die als nächstes angelaufen werden kann. Wie gesagt, denkt dran, es kann durchaus sein, immer neues Hoch, wieder Gegenbewegung, neues Hoch, Gegenbewegung. Also wirklich hier die Ziele recht konservativ wählen und dann wäre hier der nächste Bereich 6,50 und dann haben wir eingezeichnet 6,75. Das sind Ziele, die sind nicht weit weg. Wir sind aktuell im 550er Bereich und wir haben jetzt schon 4 Ziele in den Bereich 6,75 innerhalb von 125 Punkten. Aber schaut mal, wie der Markt eben vergangene Handelswoche lief, sollte man hier natürlich dann auch die Ziele etwas konservativerer wählen. Bedeutet, dass wir wie Freitag schon auch mal zwischenzeitlich Chancen haben, 60, 70, 80, 90 Punkte mitzunehmen. Viel mehr würde ich jetzt auch hier von dem Markt gar nicht erwarten wollen, so pro Trade. Und so muss man dann oder sollte man auf jeden Fall dann auch die Chance-Risiko-Verhältnisse im Endeffekt abwägen. Das soll der Gedanke erstmal zum DAX gewesen sein. Und für all diejenigen, die den DAX handeln und mich kennen, meinen Stil vom Handel kennen, wissen, wir sind jetzt beim S&P, dass ich natürlich auch immer auf diesen S&P schaue. Denn es ist einfach schlussendlich der größte Markt in den USA. Für mich der aussagekräftigste. Warum auch der aussagekräftigste? Ich meine, der Dow Jones, wenn wir mal ganz kurz draufschauen, der hat ja auch Bewegungen. Und den handle ich auch vorrangig. Ja? Also hier diesen Markt, den Dow Jones, den handle ich vorrangig. Ich analysiere aber den S&P. Es sind beides US-Indizes, die natürlich teilweise verschiedene Aktien drin haben. Somit natürlich in detaillierten Abweichungen etwas unterschiedlich laufen, aber vom Kern laufen sie ähnlich und wenn der S&P aufwärts geht, geht in der Regel auch der Dow Jones aufwärts und umgedreht, wenn der S&P abwärts geht, geht in der Regel dann auch der Dow Jones abwärts. Warum denn den Dow Jones handeln? Weil der einfach etwas mehr überpäst auf der Aufwärts- und auf der Abwärtsseite und man somit gegebenenfalls auch immer so ein bisschen ein paar bessere Chancen bekommt, weil einfach, wenn ein Trade läuft, er auch teilweise dann eben nochmal so ein bisschen stärker läuft. Aber die Analyse, wie gesagt, findet hier im S&P statt und das werden wir jetzt tun. Wer hat denn hier als Grundgedanken auch die Aufwärtsseite. Wir hatten hier gesagt 2800, richtungsentscheidender Bereich, das ist so diese Zone gewesen. Da waren wir zu Beginn der Handelswoche noch drunter, sehen, dass der Markt hier mehrmals erstmal reagiert hatte. Ab diesem Bereich kurzzeitiges Überpesen, aber die Kernbewegungen haben erstmal da drunter stattgefunden und dann ab Dienstag ging es hier nach oben relativ schnell in den 825er Bereich, wieder runter Richtung 800, 825, wieder runter Richtung 800, mal kurz wieder überpesen auf der Unterseite, aber der Kern der Handelswoche, der hat oberhalb von 2800 stattgefunden. Dann kam eben wieder der Bereich 2825, zwischendurch dann eben auch mal 2815 als kleinen richtungsentscheidenden Bereich für den Tag gehabt, aber man sieht es hier, wie gesagt, der Kern der Handelswoche hat oberhalb des richtungsentscheidenden Bereiches stattgefunden, oberhalb dann auch angepasster richtungsentscheidender Bereich und wir sehen, dass der Schlusskurs in den US-Märkten auf dem Wochenhoch hier stattgefunden hat und ähnlich wie im DAX ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen und wir haben hier den Markt, den S&P kurz vor seinen Jahreshochs, noch nicht die Allzeithochs, aber kurz vor seinen Jahreshochs und es ist natürlich jetzt nicht auszuschließen und ich würde auch das hier im S&P präferieren, also erstmal die Aufwärtsseite weiterhin, da eben der Markt aufwärts zeigt. Und diese Abwärtsbewegung der vorletzten Handelswoche, das hatten wir auch so besprochen, dass diese eventuell dann wirklich nur eine kleine Mini-Verarsche war, auf kleineren Zeitebenen charttechnisch etwas unsauber, weil wir eben bestimmte Bereiche nach unten durchschritten haben. Aber in der Vergangenheit zeigte der Markt des Öfteren mal so eine Woche abwärts und dann ging der Markt aber wieder aufwärts. Ja? Wir hatten des Öfteren mal etwas schärfere Abwärtsbewegungen, die hier aufgetreten sind. Das kennen wir mittlerweile vom S&P und somit ist es jetzt auch aktuell nicht auszuschließen, dass der Markt eben in Richtung der Bewegungshochs läuft, in Richtung der aktuellen Jahreshochs, was gleichzusetzen ist und dann schieben wir das mal rüber, um mal das ganz große Bild uns anzuschauen und wir sehen, dass jetzt hier die Allzeithochs aus 2018, die eben 2018 ausgebaut worden sind, dass diese schon gar nicht mehr so weit weg sind. Das ist natürlich noch ein Stück, also das ist für die kommende Woche irrelevant, aber wir sind dieses Handelsjahr gestartet, Ende des vergangenen Handelsjahres, aber im Endeffekt auch dieses Handelsjahr hier ganz klar aufwärts tendierend unterwegs und hatten zwischendurch immer mal charttechnische Bereiche, wo wir so ein bisschen vorsichtig geworden sind. Zum einen war es hier unten dieser Bereich dieser Tiefs, ja, wo wir da so ein bisschen vorsichtig waren. Das war dann diese Schiebezone hier. Ja. Dann war es der Bereich hier oben mit diesen Hochs.
Ja, wo wir jetzt immer mehr oder weniger noch dranhängen, diese 2825 ist ja nach wie vor für uns wichtig. Und der nächste richtig wichtige Bereich wird halt der Bereich hier um diese Bewegungshochs oben. Und somit ist es jetzt hier nicht auszuschließen, dass der Markt grundsätzlich jetzt eben auch weiter aufwärts tendierend unterwegs ist. Wie gesagt, hier oben die Jahreshochs rausholt, in Richtung des nächsten Widerstandes läuft 2876, neue Jahreshochs ausbaut in diesem Bereich und dann kann es hier von mir aus weiter nach Norden gehen. Das ist jetzt, wie gesagt, im großen Bild natürlich nicht in kompletter Bewegung für die kommende Handelswoche relevant, aber ich denke, dass hier die Aufwärtsseite auch in den nächsten Tagen nicht uninteressant sein sollte. Und dann müssen wir uns auch hier überlegen, okay, oberhalb welcher Bereiche sollte das denn stattfinden oder ab welchem Punkt sollten wir ein wenig vorsichtig sein mit Käufen? Auch hier dafür wieder der richtungsentscheidende Bereich für mich persönlich. Und ihr wisst oder ihr kennt das, wir haben im Prinzip jetzt hier als nächstes Unterstützungsniveau den Bereich 2825, den wir ja eben auch schon mehrfach genannt haben. Das ist im Prinzip dieser Bereich hier. Dann haben wir auch hier eben in der vergangenen Handelswoche kurz darunter so ein bisschen den Deckel drauf gehabt und der Markt ist da drüber. Jetzt würde man eigentlich grundsätzlich sagen, okay, alles was oberhalb von 2825 stattfindet, weiter klar long. Ich würde hier an dieser Stelle jedoch mich ein wenig anpassen. Ja, wir sind jetzt hier in dieser Aufwärtsbewegung relativ sauber gelaufen. Also wir gucken mal, wir sind jetzt aufwärts, wir sind dann relativ stark nochmal abwärts, haben hier unten aber keine neuen Tiefs ausbauen können, sind jetzt hier aufwärts. So, jetzt einfach nur mal eingezeichnet. Ja, schaut mal, wäre das hier so eine Bewegung, das wäre ja charttechnisch erstmal nicht weiter schlimm. Ja. Also wenn wir diesen 2825er Bereich doch nochmal ein klein wenig nach unten durchschreiten könnten, vielleicht nochmal diese kleinen Zwischentiefs hier eventuell kurz nach unten durchschritten werden, der Markt dann wieder anzieht, natürlich über 2825 geht, um dann gegebenenfalls hier die Aufwärtsseite weiter fortzusetzen. Das wäre so mein Kerngedanke. Somit hätten wir hier nicht die 2825 als kernunterstützendes Niveau, als richtungsentscheidender Bereich, sondern ich würde hier diese Marke in etwa, ja, in etwa, nee, Moment, ich muss das nochmal messen, das ist nicht die 15, sondern es müsste in etwa die 14 sein. Moment. Ja, doch, das ist so der 15er Bereich, so in etwa. Die 2815, das sollte für mich so der richtungsentscheidende Bereich für die kommende Handelswoche sein. Alles, was darüber stattfindet, somit alles erstmal weiter long. Idealerweise sogar Konsolidierungsbewegungen in Richtung 2825, vielleicht auch kurz davor schon mal so eine Reaktion nach oben. Hier haben wir ja so die nächsten Unterstützungsniveaus, beziehungsweise eben sogar Bewegungen bis hier runter wären eben für mich interessant für die Long-Seite, interessant für Käufe. Also wenn hier Abschläge kommen, gegebenenfalls Trigger dann auf der Aufwärtsseite stattfinden, wäre das hier alles für mich long. Nächster klarer Zielpunkt, der Bereich um die Marke 2845. Nächster Zielbereich dann erstmal die Bewegungshochs, was so in etwa der Bereich 2860 ist. Das sind aus dem aktuellen Kursbereich 25 Punkte. Und dann ist es rein von der Schwankungsamplitude des Marktes sogar denkbar, dass der Markt neue Bewegungshochs ausbaut. Also erstmal 2815, alles long, Käufe interessant und solange der Markt hier auch oberhalb dieser Bereiche bleibt, zumindest aus aktueller Sicht, wäre das dann auch ein positives Zeichen für unseren DAX, um dort eben unsere Kaufszenarien umzusetzen. Sollte der Markt natürlich nach oben wandern, so wie wir es in der vergangenen Handelswoche dann auch gemacht haben, dann müssen wir über die Tage natürlich schauen, ob wir den richtungsentscheidenden Bereich etwas anpassen, wo wir dann zwischenzeitlich sagen, das sprechen wir gleich im Gold mal durch, wo wir das dann auch so gemacht haben, wo wir dann sagen, okay, wenn wir natürlich hier den 2845er Bereich oder vielleicht sogar schon 2850 angelaufen haben, dann warte ich natürlich nicht, bis der Markt wieder bis 2815 fällt, um dann an die Short-Seite zu denken, sondern dann passe ich natürlich diesen richtungsentscheidenden Bereich über die Woche entsprechend an. Sollten wir jedoch, und jetzt kann man hier natürlich so verschiedenste Trendlinien zeichnen, wie auch immer man das machen möchte, aber sollten wir natürlich anfangen, hier Schwäche zu bekommen, vorrangig unter den Bereich 2815 rutschen, das haut jetzt sogar mit dieser einen grob eingezeichneten Trendlinie hier ganz gut hin, sollte der Markt jetzt hier darunter rutschen, dann wird es natürlich langsam dann auch wieder interessant für Verkaufsgedanken, weil dann eben scheinbar die angenommene, erstmal auch präferierte angenommene Stärke scheinbar doch nicht so hinhaut, wie man das hier annimmt, eventuell Schwäche reinkommt, der Markt erstmal wieder in den für die vergangene Handelswoche wichtigen Bereich 2815
2800 rutschen könnte, wobei wir dann schon mal hier aus der 15 in Richtung 2800 vielleicht vorsichtig die ersten Short-Gedanken hätten. Naja, und dann sieht man es. Solange wir hier dann eben oberhalb dieser Trendlinie sind, vielleicht so ein bisschen vorsichtig, aber da hätte man so den ersten Schwung für Abwärtsgedanken. Und dann, wenn es dann wirklich, was ich erstmal nicht präferiere, aber es ist natürlich aktuell definitiv alles nicht ausgeschlossen, dass hier eben dann doch mal irgendwie Schwäche reinkommt, je nachdem auch wirklich die Non-Farm Payrolls am Freitag sollten schon nicht ganz so unwichtig sein. Wenn hier Schwäche reinkommt, dann kann es sein, dass sich dann unterhalb hier des 2800er Bereiches dann doch nochmal ein bisschen Momentum aufbaut und hier der Markt, ähnlich wie im DAX dann auch angeschaut, doch eventuell etwas Volatilität auf der Abwärtsseite aufbaut, bedeutet, dass wir dann eben gegebenenfalls, wenn diese Schwäche reinkommen, auch mal schauen, dass wir die Trades, dass wir den Trades etwas mehr Luft lassen, dass sich die Volatilität vielleicht etwas ausfalten kann auf der Abwärtsseite und man dann hier wirklich die Ziele ruhig, nicht sofort, aber wenn wir eben umso tiefer wir kommen, kann man die Ziele ruhig etwas weiter setzen. Und hier ist es dann nicht auszuschließen, dass wir, ich würde vielleicht für die kommende Handelswoche nicht zwingend den 2763er Bereich als Ziel wählen, aber hier unten der Tiefbereich der letzten Handelswoche, gleichzeitig auch hier der Tiefbereich der vorletzten Handelswoche, also dieser Bereich ist schon definitiv, also 85 Pi mal Daumen, hier wieder erreichbar, sollte der Markt dann doch etwas wegbrechen. Ja, das so meine Gedanken für den S&P. Gehen wir zum Euro-US-Dollar und der ist ja nach wie vor wirklich extrem choppy, also das Bild an sich, ja, wenn wir das große Bild uns anschauen, sind wir natürlich weiterhin mehr oder weniger unserer präferierten Abwärtsseite hier gefolgt, ja. Aber dieses ganze Hin und Her hier zwischendurch, diese Shoppy-Bewegungen, die immer mal der Markt gibt, mal kurz Gas, geht etwas stärker wieder in die Gegenrichtung, dann gibt er mir wieder Gas. Die Abwärtsseite ist interessant. Die Abwärtsseite hat auch in der vergangenen Handelswoche das Geld gebracht im Euro-US-Dollar. Das war eigentlich der Bereich oder die Bereiche, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert haben. Das schauen wir uns gleich an in der Analyse der vergangenen Handelswoche. Aber dennoch ist hier der Markt nicht extrem unter Druck gekommen. Er hat kein extremes Momentum aufgebaut. Er bleibt in dem Bild der vorherigen Wochen, Monate, mittlerweile fast Jahre. Und wir sind hier allerdings hier relativ tief zum Jahrestief, zum Bewegungstief. Und hier ist es somit nach wie vor nicht auszuschließen, dass natürlich hier die Abwärtsseite weiterhin Bestand hat. Das erstmal wieder der Blick aus dem großen Bild. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz auf meinen Zettel schauen, denn ich habe für den Euro-US-Dollar mir hier schon die Analyse der Vorwoche rausgeholt. Moment. 28, da haben wir ihn. So, also ich schiebe das mal kurz rüber. Der Gedanke war hier, wir sind ja vorletzte Handelswoche hier wirklich zum Ende der Handelswoche, hatten wir ja hier nochmal Druck bekommen und wir hatten somit gesagt, okay, leichte Erholungen wären hier interessant für weitere Verkaufssignale und grundsätzlich hat das ja, dafür müssten wir jetzt hier nochmal das Bild gleich ein bisschen größer machen, aber ich zeichne das mal kurz ein. Wir hatten hier so eine Erholung, um dann eben hier die Abwärtsseite erneut zu handeln. Und das hat hier dann auch stattgefunden, die Erholung, ja, in diesen blauen Bereich hier rein. Das ist dann im Prinzip diese Zone, um dann hier weiter auf der Abwärtsseite zu pushen. Und der grüne Bereich hier, dieses Kernziel der Vorwoche, das ist in etwa diese Zone. Die wurde sogar leicht unterschritten. Also diese Analyse der Vorwoche, die hat hier wunderbar funktioniert. Und auch im Live-Trading hatten wir entsprechend die Szenarien entworfen, wobei ich hier im Euro-US-Dollar persönlich sehr, sehr wenig gemacht habe aufgrund dessen, dass eben der Markt so shoppy ist. Aber die Abwärtsseite ist somit weiterhin aktiv und wir müssen jetzt einfach schauen, okay, die kann natürlich weiter aktiv bleiben, idealerweise wieder mit einer Erholungstendenz, um dann gegebenenfalls wieder auf der Abwärtsseite einzusteigen. Also man sollte hier natürlich so ein bisschen vorsichtig oder vorsichtiger bleiben, denn es ist jederzeit denkbar, dass der Markt schnell wieder dreht, dass wir wieder die Gegenrichtung aufnehmen, dass wir uns schnell wieder in Richtung Norden bewegen, wichtige Widerstände durchschreiten und dann auf einmal schon wieder oberhalb von 13,30 sind, um dann wieder vielleicht in Richtung 14,30 zu laufen. Ja, das ist ja das, was der Markt ständig in den Vorwochen gemacht hat. Die eine Woche geht es da lang, die andere Woche da lang und dann immer im Zickzack, ja, grundsätzlich Abwärtstendenz, ganz, ganz choppy, aber die Ausführung dieser Abwärtstendenz. Somit ist es jetzt für die kommende Handelswoche nicht ganz dieses Widerstandsniveau um die Marke 12,63, wie es hier eingezeichnet ist, sondern ich würde hier wirklich auch so ein bisschen das charttechnisch anpassen an die vorherigen Handelswochen. Und da sehen wir, dass wir hier zwar diesen 12,67 oder 12,63er Bereich schon nicht ganz so uninteressant hatten, aber wir sehen hier auch noch darüber mehrfach einen Bereich, der hier wichtig war.
Und somit würde ich jetzt hier mit Blick, dass die Abwärtsseite aktuell weiterhin aktiv ist, in diesem Bereich, wie es hier blau eingezeichnet ist, das ist in etwa, wir messen es mal kurz, der Bereich, ich glaube so 75 müsste das sein. Genau, so 75, 76, 77, also 12, 77, 12, 75, das ist so diese Zone, sollte der richtungsentscheidende Bereich im Euro-US-Dollar sein. Ich zeichne das mal von hier drüben ein. Ja, das ist so dieser Bereich hier grob. Sprich, solange wir darunter bleiben, wäre das, ist das immer so, wie wir ja das angehen, wäre hier erstmal der Blick weiterhin auf Abwärtstendenzen. Idealerweise erholt sich der Markt. Man hätte hier die Möglichkeit, zum Beispiel diesen 1260er, 1265er Bereich für Short-Setups zu nutzen. Oder ich würde hier charttechnisch sogar mal versuchen, wenn wir hier diesen Bereich, das ist schwer zu sagen, was es hier in Punkten ist, aber wir haben hier so einen Hochpunkt, ja, wir haben hier so einen Tiefpunkt. Und da der Markt natürlich diese Bereiche ganz gerne mal testet, kurz darüber dippt und dann eben nochmal die Abwärtsseite wieder gleich aufnimmt, wäre das hier vielleicht so ein aggressiver Short-Gedanke. Ja, wenn der Markt so ein bisschen darüber guckt, eben gleich mal in Richtung, ja, ganz knapp unter 1,12 zu handeln, beziehungsweise würde ich hier sogar mal darauf setzen, dass wir hier diese Bewegungstiefs nach unten durchschreiten. Das gleiche gilt, wenn wir uns hier erholen, dass wir eben darunter handeln. Hier könnte man sogar schon sagen, okay, wenn wir diesen Bereich nutzen, würde ich hier vielleicht sogar gucken, dass man den Stop schon über den für mich richtungsentscheidenden Bereich packt. Ja, das wären hier so Gedanken und selbst wenn wir das ja nochmal testen, wäre das hier so eine Short-Idee. Moment, das sollte ein Fall werden. Also, unterhalb dieser 75 sollte hier idealer, na, sollte ein Fall werden jetzt hier, sollte hier weiterhin die Abwärtsseite interessant sein. Zack, und dann geht es hier weiter idealerweise nach unten. Aber, und das ist das, was den Euro aktuell ja so uninteressant macht für den Handel, für den auch gerade für den Swing-Handel. Ja, im Daytrading gibt es wirklich schon noch das ein oder andere Signal, was auch gut funktioniert. Wirklich Daytrading-Signale, wo eben wirklich innerhalb von ein paar Stunden das angenommene Ereignis dann funktioniert. Swing-Trading ist wirklich im Euro-US-Dollar aktuell extremst schwierig, gerade aufgrund dieser schnellen Richtungswechsel. Und da ist es eben dann wirklich denkbar, wenn der Markt wieder diesen 75er-Bereich nach oben durchschreitet, dann ist es schnell denkbar, dass wir wieder in den 1330er-Bereich laufen, was dann wohlgemerkt auch immer wirklich Überlegungen sind, die wir dann, wenn sich entsprechende Trigger, entsprechende Situationen ergeben, geben, uhrzeitmäßig, das passt, nicht Tageszeit, sondern vom Tag her es passt, dass wir dann solche Bewegungen annehmen und wenn wir hier rüber gehen, dann ist es relativ schnell denkbar, dass wir hier in Richtung dieser Momentum, dieses Starts des Momentums laufen, in etwa genau in der Mitte des 1330er bis 1340er Bereiches, was dann entsprechend das nächste Ziel auf der Aufwärtsseite wäre. Auch dann nochmal ein Trade wert. Ich würde vielleicht nicht zwingend komplett diese Bewegung handeln wollen, sondern eben wirklich versuchen, vielleicht Schritt für Schritt diese Bewegung dann auf der Nordseite zu handeln, je nachdem, was sich für Situationen ergeben. Auch so ein wenig natürlich in Abhängigkeit, was passiert mit dem Brexit. Denn ich denke, der Euro-US-Dollar, der ist, wenn überhaupt, etwas mehr anfällig darauf, aufgrund dessen, dass der britische Pfund natürlich dann die ein oder andere kleine Kabriole dreht und der Euro-US-Dollar eventuell dort dann eben entsprechend etwas mehr Bewegung kommt. Auch am Freitag Euro-US-Dollar, wohlgemerkt, natürlich interessant für die Non-Farm-Payrolls, aber das große Shopee-Bild bleibt bestehen. Somit müssen wir hier ganz klar immer die richtungsentscheidenden Bereiche beachten, die für mich wirklich für die Richtung im Endeffekt dann entscheidend sind. Blicken wir aufs Gold. Da muss man tief durchatmen. Also das ist ja ein Markt, der mich extrem geärgert hat und wir Gott sei Dank am Freitag dann nochmal eine Idee entworfen haben auf Daytrading-Basis, die mir im Gold nochmal wenigstens ein paar Dollar gebracht haben. Ansonsten hat mich Gold schon relativ geärgert in der vergangenen Handelswoche. Wir waren zu Beginn der Handelswoche im Prinzip grundlegend erstmal noch aufwärts tendierend unterwegs. Aber wir hatten in der vergangenen Handelswoche, in der vergangenen Analyse, ich kann die auch nochmal ganz kurz raussuchen, Moment, dass er hier, zack, und zieh die hier nochmal kurz rein. Hier war ja der Gedanke, dass wir oberhalb hier dieser 13, 14 durchaus Chancen haben, die Aufwärtsseite weiter fortzusetzen. Hat der Markt auch erstmal getan. Ja, wir sehen das hier, Moment, Moment, also hier, ne, das war ja hier der Schlusskursbereich, ne, und dann ging der Markt hoch, nächste Widerstandsniveau reagierte und dann war der Gedanke, okay, er könnte sich weiter aufwärts bewegen. Okay, ging hoch, Widerstandsniveau reagierte,
Unterstützungsniveau 13, 14 reagierte, schaffte es dann eben nicht, hier neue Hochs auszubauen. Und hier kam schon der Gedanke. Also, wir haben ja auf Daytrading-Basis, konnten wir so eine kleine Mini-Trendlinie zeichnen, die dann sogar einherging mit dem 13, 14er Bereich. Das wiederum, was dann wiederum dazu führte, als der Markt hier Momentum nach unten aufbaute und dann kurzzeitig nochmal zurückkam. Das war eine Sache von 2 Minuten, die muss man dann natürlich auch erwischen. Das war dann wirklich in dem Fall erstmal Zufall, dass ich wirklich dort am Rechner saß in diesem Moment, einen idealen Einstieg auf der Abwärtsseite bekam, zack, hier, der Markt dann auch relativ zügig nochmal nach unten kam, was dazu führte, dass ich dann gesagt habe, okay, da ich hier so schnell ein positives Feedback bekam, diese Bewegung im Verhältnis zu dem Stop auch sehr, sehr interessant schon war und ich dann hier gesagt habe in der Erholung, okay, ich gehe dann doch hier mit, war sogar leichter Verlust, gehe hier dann nochmal raus, weil das dann irgendwie doch erstmal die Fortsetzung der Abwärtsbewegung nicht so kam. Naja, und dann seht ihr, was passiert ist. Ich war hier oben short, ich bin mit leichtem Verlust raus und der Markt kam mit Momentum nach unten, mit richtig Dampf und dann ist es natürlich schwierig, hier reinzukommen. So, dann haben wir hier unten darüber gesprochen, okay, kann durchaus weiter nach unten gehen. Wir hatten dann auch grundsätzlich schon unter 13,14 bzw. spätestens unter 13,05 über die Abwärtsseite gesprochen. In der letzten Analyse, also da war jetzt irgendwie nichts verwunderlich, dass das so auftrat, nur dass ich erstmal bis dato noch nichts rausholen konnte. Dann kam hier sogar nochmal ein bisschen Stärke rein und diese Stärke war interessant. Diese Stärke hier war interessant, das war auch direkt im Livestream, da haben wir in diesem Bereich hier oben so eine kleine Schiebezone aufgebaut. Mega interessant für einen Trigger auf der Abwärtsseite und ich hatte gesagt, aus dem 97er Bereich in Richtung 90, 7 Dollar, nicht so eine riesen Bewegung, aber dennoch interessant, dass ist ein Trade wert mit kleinem Risiko. Ihr seht trotzdem, dass das Chance-Risiko-Verhältnis hier einwandfrei war. Den Trade habe ich dann noch machen können und konnte hier wenigstens noch in etwa, waren es so 5 Dollar, gute 5 Dollar, rausziehen aus dem Markt, was mich ein wenig beruhigt hatte, weil eben hier diese schönen Bewegungen mehr oder weniger an mir vorbeigingen. Aber das ist natürlich jetzt auch interessant für die Abwärtsseite, denn wir haben hier, wie ihr ja sehen könnt, unschwer erkennen könnt, dann doch nochmal, und warum hatten wir auch so die Abwärtsseite immer noch oft im Hinterkopf, weil natürlich hier auch schon mal Abwärtsbewegungen kamen. Jetzt kam wieder Druck auf der Abwärtsseite. Wir sind zwar aktuell noch oberhalb dieser Tiefs hier, dieses Unterstützungsniveaus, auch oberhalb des Unterstützungsbüros, Niveaus 12,82. Aber jetzt müssen wir mal das große Bild aufmachen, denn wenn wir da runtergehen, also wenn hier wirklich Schwäche aufkommt und ihr seht, dass wir hier unten eigentlich so die letzten 2 markanten Unterstützungstiefs haben. Wir haben hier diese Zone, die ist nicht ganz so uninteressant. Wir haben dann diese kleine Zone, die ist nicht so uninteressant. Und wir haben diese Zone. Das ist so die letzte markante Zone hier unten, die auch erstmal dazu führte, dass wir hier diese kleine Mini-Erholung bekamen. Ja, und der Markt es dann erstmal nicht geschafft hat, hier mit im ersten Zuge durch diesen Bereich durchzugehen. Ihr erinnert euch, das hatten wir dann auch mal auf dem Schirm für Long-Gedanken, für einen Long-Trigger. So, jetzt müssen wir uns das Ganze aber mal überlegen. Schaut euch das mal an. Wenn der Markt jetzt hier in diesem Bereich hier, diesen roten, also diesen orangenen Bereich, also hier untere Grenze, hier obere Grenze, wenn der Bereich nach unten durchstoßen wird, dann haben wir zwar hier unten nochmal so ein paar Tiefs, aber dadurch, dass vorher die Aufwärtsbewegung hier sehr, sehr sauber vonstatten ging und auch hier unten eben von Widerstand zu Widerstand der Markt sich wirklich sehr, sehr sauber nach oben bewegen konnte, ist das in der Zukunft dann immer nicht selten so, dass dann auch diese Bewegungen relativ zügig in die Abwärtsseite oder auf der Abwärtsseite passieren könnten. Und bedingt dessen, dass dann eben hier auch diese wichtigen Unterstützungsniveaus nach unten durchstoßen werden, ist es hier unten auf jeden Fall ein Alarmzeichen, dann auch nicht zwingend hier aggressiv long zu handeln. Beziehungsweise hat man hier dann auch die Möglichkeit, gegebenenfalls Short Trades ebenfalls nochmal mit etwas weiteren Zielen umzusetzen, da ein Momentum hier unten nicht auszuschließen ist. Ein Momentum würde dann aussehen wie in etwa diese Bewegung, beziehungsweise wie jetzt die Bewegung der Vorwoche. Das jetzt erstmal so vom übergeordneten Bild. Also vorsichtig, wenn hier wirklich diese Abwärtsseite weiter fortgesetzt wird. Das muss nicht zwingend in der kommenden Handelswoche passieren. Es kann auch sein, dass wir jetzt hier unten uns erstmal irgendwie fangen, ein bisschen Bewegungstiefs ausbauen, aber dass wir hier nochmals so irgendwie Schiebezonen ausbauen, vielleicht sogar die Volatilität wieder zurückgeht. Das ist nicht auszuschließen. Also man muss das hier alles immer nicht extrem aggressiv handeln oder am besten Montag die Short-Seite reinlegen, weil, naja,
hier, der Kleber hat gesagt, das kann Momentum auf der Abwärtsseite geben. Ja, dafür müssen natürlich ein paar bestimmte Bedingungen dann erfüllt werden. Kann auch dazu führen, in meinem Fall ist das dann nicht selten so, dass ich vielleicht erstmal zwei, drei Versuche brauche, bis dann vielleicht so eine Situation mal umgesetzt wird und dann eben auch schöner Gewinn rausgeholt wird, der dann eben meine ersten Versuche auf jeden Fall dann vom Gewinn her überschreitet. Das kann alles sein, das weiß ich auch vorher nicht, aber der Gedanke steht und begründet ist dieser Gedanke, dass es hier Dampf auf der Abwärtsseite geben kann. So, jetzt habe ich das Ganze ja gerade schon eingezeichnet. Wir haben im Prinzip hier, wir bleiben jetzt auch bei dem Bild, diesen letzten wichtigen Bereich hier mit der oberen Marke in etwa so 91,92. Da sind wir ja aktuell mit dem Schlusskursbereich so in etwa und dem unteren Bereich hier um die Marke 82,83. So. Oberhalb dieser Zone ist es jetzt erstmal grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Markt sich vielleicht sogar nochmal ein Stückchen weiter erholen könnte. 13,05 beziehungsweise würde ich so als grundrichtungsentscheidenden Bereich für die kommende Handelswoche sogar, das machen wir mal in Gelb hier heute, sogar hier etwas größer den Bereich um die Marke 13,00 bis 13,05 wählen. Ja. Ich will jetzt gar nicht begründen, warum. Ich würde diesen Bereich einfach ein bisschen größer wählen. Was bedeutet, wenn der Markt hier reinkommt, wäre das zum einen ein Zielbereich, ja, dass wir hier reindippen. Also wenn wir reindippen, werde ich auf jeden Fall dann mit meinen Stops, wenn ich long sein sollte, etwas aggressiver erstmal, beziehungsweise ist übergeordnet dieser Bereich natürlich dann auch interessant für die Short-Richtung, dass wir hier eben gegebenenfalls die Kernrichtung erneut aufnehmen könnten. Sollte der Markt allerdings darüber laufen, und sollte er weiter stärker bekommen, dann ist es für mich ganz klar, oberhalb von 13,05 erstmal, dass der Markt wieder von der Aufwärtsseite zu betrachten sein sollte. Mit dem Gedanken, wenn man hier mal ganz vorsichtig, wie gesagt, diese schrägen Trendlinien, die sind jetzt nicht definitiv nicht überzubewerten. Ja, also hier wirklich vorsichtig sein. Das ist jetzt nur immer so ein bisschen, um auch die Aggressivität der dann stattfindenden Handlungen so ein wenig einzunorden. Ab 13,05 die Long-Seite, aber noch so ein bisschen vorsichtig bis 13,14. Das war ja der Bereich, der dann in der vergangenen Handelswoche der Short-Trigger war. Ja, also bis in diesen Bereich, da würde ich zwar schon mal auf der Aufwärtsseite versuchen, sind ja immerhin $10, die man hier an Bewegung eben haben könnte, aber auch hier kann nochmal erstmal Reaktion stattfinden. Auf der Abwärtsseite heißt nicht, dass ich sie sofort handle, aber entsprechend dann eben hier oben nicht irgendwie gleich ein Breakout-Trade auf der Nordseite wage. Und wenn dann 13,14 nach oben durchschritten wird, dann wird es hier wieder klar auf der Aufwärtsseite. Das muss der Markt aber auch erstmal schaffen. Also da muss er erstmal hinkommen. Das ist jetzt kein Gedanke, der wirklich direkt für die kommende Woche ist. Das ist jetzt wirklich noch ein wenig mehr übergeordnetes Bild. Ja, aber ihr kennt so ein wenig jetzt die wichtigen Bereiche, wo Reaktionen stattfinden können, weil Reaktionen in der Vergangenheit stattfanden. Wir wissen hier unten den Schiebebereich. Wir wissen, unter dem Schiebebereich kann sich etwas stärkeres Momentum auf der Abwärtsseite auftun. Hier oben kann so ein Hin- und Her-Pendel-Reaktion stattfinden. Bedeutet, wir haben wichtige Bereiche, wo wir reagieren können, wo der Markt reagieren sollte, wo wir kaufen bzw. verkaufen können, mit den entsprechenden Aggressivitätsstufen. Ja, wie das dann im Detail aussieht, gerne im Livestream dann jeden Tag, ja, wie ich dann diese Gedanken dann auch umsetze, teilweise ja auch im Live-Handel dann hier im Livestream. Insofern verabschiede ich mich hier aus dieser Analyse, wünsche euch auf jeden Fall für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr natürlich diesem Video Daumen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal von JFD abonniert, wenn wir uns auf der Invest gegebenenfalls sehen. Wie gesagt, sprecht mich gerne an. Ich freue mich, wenn ich natürlich euch dann eben auch mal kennenlerne. In diesem Sinne euch für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading und euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.